Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Und da das jetzt die letzte Folge dieser Aufnahmesession ist, werden wir jetzt das Händlerangebot annehmen und legendäre Rüstung einkaufen. Okay, wir haben eine Raider-Rüstung. Gewicht von Schrottgegenständen, aber nachtaktiv ist blöd. Eine Speerrüstung. Na, mal gucken. Dann haben wir ja einmal Fallensteller. Gewichtung von Munition. Okay, jetzt geht's hier aber los. Ja, ist wieder Fallschaden. Gucken wir mal. Raider. Na, noch ist kein Teil bei, was mich jetzt überzeugt, wo ich sage, okay, darauf baue ich jetzt auf. Metall, Gewicht. Und noch gebe ich. Böser Modus. Ich bin hier gerade dabei, mein Zeug zu machen. 90% weniger für Chameleon. Wäre eigentlich auch eine Idee, aber dafür müsste ich dann alle Rüstungsteile haben. In leicht. Und das wäre im Let's Play nicht so cool. Ist auch nicht so gut. Nochmal Schrottgegenstände. Fallensteller. Na, mal gucken, was wir zusammenkriegen. Hier haben wir Lederrüstung. Die ist halt mehr gegen eine Energie gesetzt. Die hilft mir jetzt auch nicht so. Nochmal Metall. Auch wieder Schrottgegenstände und schwerelos. Lederrüstung. Wieder Gewicht von Schrottgegenstände. Okay. Machen wir gleich mal weiter. Wir haben ja noch ein bisschen. Marinerüstung. Gule. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Ist eigentlich nicht schlecht. Schaden im Stillstehen um 15% zu reduzieren. Schwierig. Autostim. Auch nicht so. Ist halt nichts dabei, wo ich jetzt aufbauen könnte. Also aufbauen mit Sachen Chamäleon oder so. Ja, nachtaktiv ist schon wieder blöd. Ah, Schaden durch Supermutanten, Krankheitsresistenz gegen den Umweltfahren und höhere Haltbarkeit. Nee, auch nicht. Ich habe wohl wahrscheinlich nicht so ein gutes Glück. Ja, auch Gewicht von Waffen. Ah, nee. Das wäre schon mal was, aber es ist halt nur getarnt mit Tarnfeld. Tarnfeld ist jetzt nicht so cool. Roboter mit Stärke war eigentlich nicht so schlecht. Regenerieren, das bringt auch nicht viel, aber die Ausdauer wäre wieder cool. Schwierig. Wir machen erstmal weiter hier. Schlösser knacken. Na. Ich hätte mir jetzt gewünscht, irgendwas Gutes mit Chamäleon zu bekommen. Aber leider nicht. Die wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber mehr habe ich jetzt auch nicht. Und was ist jetzt hier los? Ich bin doch hier am Einkaufen. Ist ja schlimm mit euch Supermutanten hier. Ja, das Schwierige ist jetzt halt, behalte ich jetzt davon einige Teile oder nicht? Weil ohne Chamäleon bringen mir die ganzen Teile jetzt sehr, sehr wenig. Also ich würde das schon gerne auf Chamäleon aufbauen wollen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir ein bisschen schwieriger werden. Oh. So, Autostim könnte ich schon mal wegpacken. Haben wir schon mal wieder 24 in der Kiste.
Beschleunige Regeneration deiner AP. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht mit Vorhut. Mal desto mehr Gesundheit wir haben, desto eher haben wir Energie- und Schadensresistenzen. Und mit einer Fallensteller-Rüstung könnte ich mich auch anfreunden, weil sie halt Red-Schaden mitblockt. Mal gucken. So, aber der Kampfrüstung hier, die kann auf jeden Fall weg, weil die ist noch nicht mal besser als meine. Und jetzt haben wir sowieso nur noch kleinere Sachen. Eins müsste ich noch reinschmeißen, dann habe ich aber ungerade Zahl. Das heißt, ich kriege heute nicht alle raus, werde ich so oder so nicht. Da hatte ich doch eben noch eins mit eins hier. Ich hätte noch ein kleines. Zwei können wir uns also gleich nochmal gönnen. Na, hier oben war das. Hatte ich noch irgendwo eins? Nicht, dass ich jetzt noch eins übersehen habe. So, na jetzt. Ah, hier hatten wir noch eins. So. Dann gucken wir mal. Zwei Rüstungsteile haben wir noch. Haben wir Glück oder haben wir keins? Da haben wir Chameleon. Aber ich wollte doch nicht Roboter schon wieder haben. Ha. Ist schwierig. Ist mega schwierig. Und hier haben wir nochmal Fallensteller. Höhere Haltbarkeit. Eieieiei. So, und jetzt machen wir hier draußen mal mit. Jetzt reicht's ja aber. Ach, die sind ja hier schon zu mehreren. Schließen wir uns einfach mal an. Brauchen wir ja noch nicht mal die große Waffe denn dafür. So. Können ja hier simpel wegknallen. Heute kein Kampf. Na gut. Ich glaube dir mal. Aber loot tue ich trotzdem. Wir sind sogar zu dritt hier jetzt an dem Event machen. Auch nicht schlecht. Sieht man auch recht selten. Und schon ist es fertig. Na gut. Passt. Ja, ist halt schwierig. Wie gesagt, das Einzige mit Chameleon, was wir bekommen hatten, ist Roboter. Es hat auch Wahrnehmung und höhere Haltbarkeit. Na, wie gesagt, ich möchte nicht schon wieder eine Roboter nehmen, auch wenn die Roboter gut ist. Also für meine Belange ist die eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich wollte halt auch mal was Neues ausprobieren eigentlich. Können wir, wie gesagt, jetzt noch eine Fallensteller dazu nehmen. Zum Beispiel, die ist ja eigentlich auch nicht so schlecht von den Werten her. Für meine Zwecke. Und ich habe halt auch noch Resistenz drauf. Man hätte jetzt hier auch bei der Fallenstelle dann halt auch Munitionsgewichtreduzierung, weil sowas habe ich ja hier bei meinen ganzen Rüstungsteilen überhaupt null drauf. Hier ist nichts drauf. Hier habe ich auch nichts drin. Ja, das ist, wenn ich ausgeschaltet werde. Ich habe hier halt nichts mit Gewicht drauf und das ist das, was mich halt ärgert. Weil auf meinem anderen Char kann ich halt 100-mal mehr tragen, dadurch, dass ich halt, ja, überall eine Reduzierung drauf habe mit. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Und wir haben sogar noch einen legendären Gegenstand bekommen. Okay. Ich sag dazu mal nichts. Ist einfach so. Aber wir können noch was tun.
Ich glaube, wir werden dann halt nochmal reinblechen müssen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, soll ich den jetzt noch aufbewahren oder nicht? Ist halt wirklich jetzt schwierig. Ich könnte es auch noch weiter mit der Kampfrüstung probieren. Weil momentan tragen wir ja sowieso Skins über. Ich könnte auch eigentlich nur rein von den Werten her gehen, die wir dadurch haben. Aber ansonsten, schwere Entscheidung. Ja gut, ich muss ja sowieso noch heute damit rumrennen. Ab morgen muss ich mich eigentlich entscheiden. Kann ich ja erstmal direkt aussortieren und also das, was ich definitiv nicht haben möchte, das kann ich rausnehmen. Und dann das, was ich vielleicht wird, vielleicht erstmal auf den Twink packen. Weil es ja halt auch Platz, der dann permanent aufrecht ist. Und eigentlich haben wir ja eine Rüstung. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich wechseln will, also ich bin am Überlegen, Fallensteller oder Roboter doch nochmal zu versuchen. Bei der Roboter hätten man jetzt halt schon den Vorteil, wir hätten das Chamäleon-Teil. Das heißt, der Rest wäre an und für sich relativ einfach. Wobei das Chamäleon-Teil halt noch nicht das Optimalste ist, weil das Optimalste wäre halt für mich, dass es Chamäleon und irgendwas an Gewichtsreduzierung hat. Mehr muss ich schon nicht haben, das sind ja die zwei Kriterien. Wir haben ja jetzt aber auch andere Spieler wieder. Wir könnten ja mal gucken, was die so haben. Gucken wir mal beim Mogwai vorbei. Vielleicht hat der irgendwas in seiner Handelsmechanik drin. 5 Rüstungsteile hat er. Vielleicht hat er ja das eine oder andere Rüstungsteil, was man ihn dann mal kurz gau abkaufen könnte. Können wir nochmal kurz gucken. Einmal hier hoch. So, hier hatte er die Baupläne drinne. Ach nee, das waren Maulwurfskörper, also Maulwurfsköpfe. Ein Raider-Automat. Nee, blutige Kochmütze und Halloween-Schädel. Stimmt, ich habe Halloween-Zeug noch nicht geholt. Das hätte ich ja jetzt auch nochmal machen können. Haben wir sonst noch? Hier haben wir noch 22 Rüstungen. Wollen wir mal gucken, dass das nicht hoffentlich kein kleiner Spieler ist. Die Kleinen, die hauen dann gerne alles Mögliche rein in die Dinger. Ich bin hier aber auf der Suche nach Legendär. Das könnte man vielleicht auch noch anzeigen, dass dann so und so viel sind Legendär. Das und das ist halt normal. Da weiß man so ungefähr, wer verkauft jetzt zum Beispiel Skins und ähnliches. Weil gerade Skins werden auch recht häufig verkauft. So, hier. So, erster Verkaufsautomat hat Armbrust, Ausweiter. Oh, ich sehe schon. Da werden wir wohl wahrscheinlich nicht fündig. Jedenfalls nicht das, was wir jetzt suchen. Nope. Und hier sind nur Baupläne drin. Haben wir sonst noch? Wir haben da oben Freilandhaltung. Der hat nur Munition. Munition interessiert mich gerade nicht. Hier haben wir noch 10 Rüstungsteile. Ja, wie gesagt, das wäre mir schon ein bisschen wichtig. Gerade jetzt auch für... Also ich spiele jetzt schon eine sehr lange Zeit mit Adrenalin hier auf dem LP-Char. Bloß es kostet mich halt maximale TP und ich möchte halt nicht auf Klassenfreak umrüsten. Damit ich halt weniger Verlust habe.
Ich möchte aber auch nicht auf Enduance gehen und hier werden gerade die Halloween-Kostüme verkauft. Okay. Für den Gag nehme ich ihn ein Halloween-Kostüm ab. Es kostet nur 20. So, und hier haben wir... Oh, den habe ich sogar noch nicht. Na denn... Ist nicht so teuer, nehme ich ihm auch ab. Dann haben wir hier noch... Red X von... Sonst nichts weiter. Hier haben wir noch einen. Und jetzt muss ich nochmal verteidigen, ja? Really? Eigentlich gar nicht so schlecht. Aber halt Breitseiter. Backwaffe schlechthin momentan immer noch. Gut, ich habe jetzt die letzten Zeit nicht ausprobiert, aber... Nee. Ach man, jetzt muss ich das ganze Zeug hier abbrechen, bloß weil hier jetzt meint, gleich eine Verteidigung zu kommen. Der hat sogar 21 Rüstung. Komm, den machen wir jetzt noch als letztes. Dann müssen wir zur Verteidigung gehen. Kann ich halt nicht ändern. Hätte ich nicht einnehmen dürfen. Aber es hat ja halt wenigstens nochmal die 10 Fusionskerne eingebracht, die jetzt für die nächsten Tage wieder da ist. Dann schauen wir mal bei den lieben Herren hier vorbei. Oder Dame. Oh, schön eingerichtet hier. Auch alle Wackelpuppen. Ist auch viel Mühe, die ganzen Dinge einzusammeln. Aber wo sind die Verkaufsautomaten? Willkommen, Friends. Nö. Junk? Ah, hier stehen die. Auch Raider-Verkaufsautomaten. Atomare Abmal. Nee. Ja, ich gehe ja gleich wieder hin. Bürgerkriegs und ganz viele zerrissene Maulwürfe. Also ganz ehrlich, die Maulwurf-Skins finde ich jetzt nicht so schön. Find, gibt schönere. Aber na gut. Sind halt Skins. Und Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Aber so für einen Gag ist es allemal gut. So, aber das Skelettkostüm haben wir jetzt auch wieder komplett. Maske habe ich noch im Inventar. Das heißt, Halloween werden wir dann halt definitiv damit rumrennen. Ich hoffe, es gibt dann dafür auch eine wöchentliche. Oh, 45 und ich kann noch nicht mal sehen, wer mir hier jetzt einkauft. So. Wo, was, wer? Es sind Supermutanten. Na, wenigstens mal meine Brüder noch mal zum Schluss gesehen. Die wollten sich halt noch mal ins Video reindringen. Und haben gesagt, jo, wir sind hier. Wo bist du? Aber jetzt durch den Thunder Mountain... Ich habe gerade ihnen den Kopf abgeschossen und er sitzt hier sowieso schon für... Was ist denn hier los? Lass mich raten, wir sind nicht schnell genug gewesen und alle sind... tot? Ich brauche nochmal den Ereignis zu, vielleicht irgendwie... Oh, ich habe mich sehr weit bewegt. Okay, das waren zwei große. So. Nächster Kriegsherr. Wo schießt ihr hin? Da hinten ist doch nichts mehr, oder? Ah, doch. Komm gerade an. Sonst noch irgendwo einer? Da hinten? Ach, die spawnen gerade noch nach.
Das war das Problem. War es das schon oder nicht? Das war schon. Ja, haben wir wenigstens noch ein Event fertig gekriegt. Das heißt, wir sind von 13 von 20. Muss ich mal gucken, ob wir jetzt die nächsten Tage nochmal Aufnahme starten können oder nicht. Und das vielleicht auch nochmal im LP fertig machen. Immer so mal nebenbei noch ein, zwei Events. Können klappen. Wir haben ja jetzt auch nochmal ein bisschen EP als Reserve. Schauen wir mal. Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal für diese Aufnahmesession einen Cut. Und wir sehen uns dann, wenn ich hier alles wiederverwertet habe, in der nächsten Aufnahmesession wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.